Tag 12 auf meinem Channel. Bonuskapitel Part 2. Damit hoffentlich der letzte Part. Was heißt hoffentlich? Also, ich denke, wir könnten jetzt langsam einen Abschluss zu diesem Spiel finden. Und zwar, indem wir hier reingehen. Schlüssel ist offen, wir öffnen die Tür. Weiter geht es. Ins Kinderzimmer. Oh, das sieht hier alles ein bisschen creepy aus. Armer Bär, seine Augen sind kaputt. Aber er hat einen Schlüssel unter seinem Hut. Und da hinten ist noch so ein Stück. Cool, wir können gleich ein Rätsel machen. Hier ist so eine creepige Puppe. An diesem Holzschnitträtsel fehlen einige Teile. Davon haben wir schon eins gefunden. Das ist ganz gut. Ich finde es auch gut, dass halt immer... Man ist so schlau. Also jetzt der Hamilton in dem Fall. Der guckt kurz, sagt, nee, da fehlt was. Alles klar. Der weiß sofort Bescheid. Auf diesem Bett hat offensichtlich ein Mädchen geschlafen. Nun fällt es beinahe auseinander. Okay. Fackeln wir nicht lang, gehen wir ins Wohnzimmer. Oh, wir können wieder wimmeln. Das ist immer ein schöner Folgeneinstand, oder? Das ist immer schön. Können wir hier die Sachen sehen? Ja, Buch, Dose, Stift. Das ist ganz gut. Buch. Einmal alles anklicken, was wir hier so haben. Um die Liste dort unten ein bisschen zu minimieren. Hier liegt ja nun wirklich nicht viel rum in dem Bild, ne? Aber ein Kissen fehlt mir noch. Nehmen wir das da hinten. Rucki zucki, wir sind mittlerweile so eine Experten geworden, was Wimmelbildspiele anbelangt, ne? Jetzt haben wir schon zwei davon. Halt. Also ja, wir machen das sofort, aber hier hat noch was. Hier hing eine Art Gemälde, doch wozu all die Löcher? Wissen wir noch nicht. Wir können aber... Wieso können wir denn dann diese Schatulle nicht mehr? Ich habe doch dafür den Aufziehschlüssel. Naja, wir werden mal rätseln hier. Anleitung. Die Ringe sind verbunden. Der Äußere bewegt den Inneren. Die Schildteile sind vertauscht. Bringe sie in Ordnung. Ich würde erstmal sagen, die Schildteile in Ordnung bringen. Okay, ich muss mit den Ringen anfangen. Okay. Ah, das sind nur die beiden hier. Den kann ich alleine drehen. Einmal rum. Das sollte hier hin. Ah, und jetzt müssen wir es wieder genau abstimmen. Nee. Müssen wir nicht. Okay, und jetzt darf ich hier rumspielen. Das ist mehr was Helles hier, ne? Könnte hier... Nein, könnte hier nicht passen. So... Ich bin zufrieden. Bin ich nicht? Nein, bin ich nicht. So bin ich zufrieden. Die Tür ist offen. Zum Arbeitszimmer. Okay, wir gucken erstmal hier hinten. Marble Creek. Montag, 21. April 1823. Er ist für das Verschwinden dieser Frau verantwortlich. Und vielleicht noch weitere. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn besiegen kann. Sollte ich dennoch scheitern, findest du alle Beweise. Schmelze zunächst das Zinn im Feuer. Verschwindende Frauen, wessen bösen Mächte? Die Geister der Vergangenheit. Es gab weitere Personen, die im Marble Creek verschwanden. Einige sogar schon vor 160 Jahren. Und der Besitzer des Landhauses hatte einen Verdächtigen, dem er sich stellen wollte. Dazu habe ich tatsächlich einen Schlüssel. Eine witzige Drehorgel. Okay. Eine Rose mit einem Medaillon. Ein mit Zinn überzogenes Medaillon. Irgendwo müssen wir gleich noch was schmelzen. Wer auch immer dieses Haus gehört, war sehr gebildet. Wem auch immer dieses Haus gehört, war sehr gebildet. Oh, 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 oh. Ich spiele mit. Hier war eins etwas Ovales. Nope. Also hier fehlt tatsächlich noch was. Ich kann aber noch nichts machen. Blockiert, okay. Russell. Ich weiß halt nicht, ob wir alles abgegrast haben. Ja, ich weiß, hier fehlt was Ovales. Ich habe nur dieses Medaillon.
Ohne diese Zinnschicht würde das Medaillon hier hinpassen. Können wir das einfach aufs Feuer legen? Ah, okay. Damit können wir das Medaillon rausholen. Und dann können wir das hier jetzt auch nochmal reinlegen. Okay. Die Tasten sind vertauscht. Bringe sie in Ordnung, um das richtige Passwort zu erhalten. Einige Tasten sind repariert. Jede Zahl verschiebt den entsprechenden Buchstaben. Ziehe am Hebel, um das Passwort zu testen. Hier war ein G. Achso, nee, das vom Passwort ist ein G. Aber wie soll ich denn darauf kommen, was das für ein Passwort sein soll? 4 und 7? Achso, die sind verrostet. Die Walze bewegt sich nicht. Es muss einen Hebel geben. Ich kann jetzt hier irgendwas machen. 21. April. 21. April. Hier unten kann ich tatsächlich ein Datum einstellen. Aber nicht das. Das war es auf jeden Fall nicht. Ich habe ja tatsächlich nur dieses eine Datum hier zum Schluss, ne? 21.04. Aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht legen. Die verrosteten Tasten gehen ja auch nicht. 1978 geht auch nicht. 87 meine ich. Ja. Was? Margaret? Wie? Ich habe absolut keine Ahnung, wie dieses Rätsel funktioniert. Ich folge dem Prediger weiter. Letzte Nacht begab er sich in sein Versteck im Wald. Dieser Fels auf dem Hügel. Was hast du mit dem alten Mann? Prediger von 92? Ein Zufall? Was? Achso, der hat mich aufs Spiel geworfen. Der Prediger. Unter anderen Umständen würde ich über solch einen Zufall lachen. Alles schön und gut. Aber das Rätsel, das habe ich nicht verstanden. Ah, hier unten konnte ich. Genau, hier konnte ich die Dinger reinpacken. Anleitung. Dies ist ein Puzzle. Dreh die Teile und verschiebe sie, um das Bild wiederherzustellen. Dann wollen wir mal. Die hier sind alle fest. Das sieht mir so rum ganz richtig aus. Und dann muss ich die mal alle hier so ein bisschen vom Brett runter bewegen. Das sieht mir hier unten nach der Ecke aus. Kann mich aber auch täuschen. Okay, die rasten ganz normal wieder ein. Wir kennen das. Das gehört hier nicht hin. Oh, hier ist ein Zinnsoldat. Vielleicht kriegen wir den dafür. Ah, okay. Okay. Nee, das passt nicht ganz. Na komm, raste ein. Perfekt. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht allzu wütend bei dem Spiel. Geht eigentlich, ne? Wir nehmen das mal mit. Besser ist, da liegt eine tote Ratte. Und aber das Zinnmännchen, warum nehmen wir das denn nicht mit? Was habe ich hier überhaupt? Ein Bild. Ach so. Das fehlt hier ja im Wohnzimmer, ne? Im Wohnzimmer.
Montag, 21. April 1823. An die zuständige Person. Wenn du das liest, habe ich versagt. Ich habe die letzten Jahre meines Lebens einer gerechten Sache gewidmet, dem Kampf gegen das elementare Böse in Gestalt eines Mannes. Hier bewahre ich alle wichtigen Informationen auf, nutze sie mit Bedacht und mache diesem Grauen ein Ende. Viel Glück. Colonel J. Russell. Sie haben also versagt, edler Colonel. Soll ich Ihnen etwa nachfolgen? Diese gesamte Gemeinde steht unter einem Bann. Muppet Creep ist ein Reich. Dieses dient macht nur sich selbst oder ist sie das Mittel zu einem unvollen Zweck? Wer bist du? Deine boshafte Natur unter dem Gewand eines Priesters zu verbergen. Die Glocke ist der Schlüssel. 160 Jahre später läuft bei mir in der Kirche immer noch ein Schauer in den Rücken herunter. Der Prediger sah vor 50 Jahren haargenau so aus. Er ist keinen Tag gealtert. 1771. Nein, das kann nicht sein. Da ist er. Der Prediger lebt immer noch hier. Was auch immer du tust, er wird wiederkehren. Ob verwundet oder scheinbar tot, er wird es schaffen, seinen Marionetten das Leben auszusaugen und sich so und sich einzuflößen. Um jedes Opfer steigert seine Macht umso mehr. Es gibt nur einen Weg, ihn zu zerstören. Zerstöre die Glocke und töte ihn mit seinen eigenen Waffen. Hier bringt er all seine Opfer. Hierher bringt er all seine Opfer. Diesen Ort habe ich bereits gesehen. I know this place. I've been there before. From the very beginning. Hup! Das war die Escape-Taste vor meinem Getränk. I sensed there was something off about that preacher. I just couldn't figure out what. What is he? An immortal demon? I don't know. And I don't care. I also don't know. Is Emily, and I pray I'm not too late. Ich hoffe auch, dass wir nicht zu spät sind. Das ist gut, hier ist schon alles geklärt, wir können direkt hinabsteigen. Und hier in der Ecke wimmeln, wo der Priester saß. Das Wimmelbild hatten wir auch noch nicht. Mensch, das wird ja immer besser hier. Okay, wir suchen einen Kerzenstummel. Einen Flaschenkürbis. Was ist ein Flaschenkürbis? Das hier. Kieferknochen. Liegen ein paar Kiefer rum. Da war noch ein... Ah, hier war der Kieferknochen. Wir brauchen also scheinbar ein paar Skelette. Sehr merkwürdige Rumpelecke hier von dem guten Priester. Wir suchen auch mal wieder einen Reißzahn. Den hatte ich ja damals in dem Wimmelbild. Das heißt damals, vor ein paar Tagen in dem Wimmelbild. Durch Zufall. Ja, nee, das war ein Stalaktit. Reißzahn, Perlenkette, Strang, Fisch. Das ist ein Reißzahn. Perlenkette sehe ich gerade gar nicht. Da war sie. Fisch und ein Strang. Fisch, Fisch, Fisch. Hier ist der Fisch. Eine Steineule, die ist ganz gut zu erkennen. Ein Armband, das könnte das hier sein. Ich weiß noch nicht, was ein Strang ist. Ist das so eine Art Seil? Ich klicke alles wieder an. Nein, 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 nein. Das einzige Seil, was ich sehe, ist dieses komische Kabel dort. Das war Wolle, das war Garn. Wir haben eine Skeletthand. Die. Oh. Ha. Dem haben wir es gezeigt. Emily. Emily. Damn. Ich bin also vor den Toren des Bösen, doch ich hoffe, dass ich nicht zu spät bin. Überall liegen Skelette und Knochen herum. Könnte die Überreste des Opfers sein, die Russell in seinen Notizen erwähnte. Die Entschlossenheit, mit der Colonel seine Kreuzung führte, wird mir nun klar. Emily ist hier. Sie ist bewusstlos, auch am Leben. Ich brauche nur etwas, um die Ketten zu zerschlagen. Ich glaube, dass diesen dämonischen Artefakten meine Lebensenergie beraubt. Emily. Sie ist am Leben, doch bewusstlos. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus, ich lasse die hier liegen. Wir müssen die Kette durchschlagen. Gibt es hier nicht noch eine Pickaxe oder eine Axt? Kann ich ihr die Schatulle an den Hals halten? Nein. Ich muss hier raus. Oh, wir wimmeln wieder. Alles klar. Blauer Stein. Bruder Quaste. Schildkröte. Auch noch gar nicht gesehen. Wir nehmen erstmal wieder mit, was wir kriegen können.
Und wir haben gerade eine Spitzhacke gefunden. Sehr, sehr gut. Noch keine Schildkröte in Sicht. Lippenstift, Brieftasche. Lippenstift, Brieftasche? Nein. Brieftasche. Brosche, Pfeil. Der Pfeil war hier. Hier ist einer, hier ist auch einer. Eine Brosche. Das ist die Brosche. Jetzt fehlt nur noch die Schildkröte. Irgendwie kristallisiere ich immer sehr schnell raus, was denn mir letztendlich fehlt. Wie mit den Pfeifen. Aber ich sehe keine Schildkröte. Habe ich vorher eine Schildkröte gesehen? Nehmen wir die hier. Ja, habe ich. Spitzhacke. Emily. Ganz vorsichtig. Nochmal. Einen Schlag noch. You've gone too far, Detective. Nein. Au. Der hat uns umgeknüppelt. Your impudence will not be forgiven. Impertinenz. Impertinenz wird Folgen haben. Licht. Ich kann einen Spalt sehen. Einen Spalt in der Wand. Emily. Damn. Emily ist fort. Flucht. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, jetzt wollen sie es grafisch aber nochmal wissen hier, ne? Zum Ende des Bonuskapitels. Das I failed you. And for that, I'm sorry. War die Geschichte von Hamilton. I returned to Maple Creek after a few years in hiding to avenge Emily's death. Disguised as a hermit, I watched him in silence, waiting for the right moment to strike. You were not to blame for my failure. You did what you considered right, but the game's not over yet. And if Russell wasn't wrong, then I've got the upper hand. Yours sincerely, Richard Hamilton. Was für ein Finale. Und so beginnt unsere Geschichte, die wir schon gespielt haben. Und kommt hier noch was? So, wir haben es geschafft. Das gab allerdings keine Errungenschaft. Doch, jetzt da. Errungenschaft freigeschaltet, die ganze Geschichte. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ihr seht ja natürlich die Errungenschaft nicht. Wir gehen zurück ins Hauptmenü, klicken die Werbung weg, gucken uns die Extras an. Wimmelbild 10. Ach so, da können wir uns hier so die Bilder angucken. Könnten theoretisch nochmal wimmeln, was ich ganz nett finde. Wir gehen raus, wir gucken nochmal, was gibt es hier noch. Konzeptentwürfe. Ach, hier sehen wir so, wie sich das so vorgestellt hatten. Ein paar Orte sind tatsächlich ein bisschen verändert oder sind gar nicht aufgetaucht. Manche fallen dann auch immer mal raus. Finde ich immer ganz interessant. Wenn ihr euch die alle genau... Hier stand ein Auto, das stand bei uns stand das nicht im Spiel. Wenn ihr euch das alles mal genau angucken wollt, spielt das Spiel durch. Lohnt sich auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Extras, Konzeptentwürfe, Videos hatten wir hier auch. Die haben wir alle soweit gesehen, Hintergrundbilder. Oh, geil, ich habe noch ein paar geile Wallpaper hier für mich. Was haben wir noch? Die Videos nochmal alle. Hintergrundbilder. Ja, das war's jetzt wirklich zum ersten Teil. Ich freue mich, den zweiten mit euch zu spielen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns in einem der anderen Videos wieder. Vielen Dank dafür, euer Freak. Freak out!